du schmeißt das weg. Onkel Billy und ich, wir sehen das wirtschaftlich. Wir holen uns dein Scheiß, verkaufen den zum Wucherpreis. Was nicht mehr geht, wird schnell repariert, recyceln alles garantiert. Na hör mal, das ist doch kein Müll. Wir sind die Bahn Finders, wir wollen in deine Scheune. Die Bahn Finders, Netflix ohne jede Bräune. Dein Schrott, den nehmen wir und dein Schraub nehmen wir zusammen. Was? Klar, das ist neu. Die Bahn Finders und wir wollen in deine Scheune. Die Aliens finden's angenehm, wir sind die Bahn Finders. Yeah! Kann doch jemand von euch Gänsehaut? Ich schon. Oh, ich schon. Die Deko-Box, die nehme ich mit. Irgendwas wohnt auch hier. Oh, was ist das? Mikrokonsole. Packen wir mal ein. Hallo? Oh no. Was haben sie denn mit dir gemacht, Junge? Der schlaue Fuchs. Und wie ein Taschenrechner. Auch recycelt. Alles wird hier wegrecycelt. Weh, hier steht irgendwann was hinter mir, ne? Dann krieg ich die Krise. Oh. Der schwarze Retter. Ist es nicht so? Für viele von uns die Kaffeetasse. Eine absolute Rettung. Oh, ich habe jetzt die beiden Dinge, die ich wahrscheinlich brauche für das Rätsel. Hier kann ich die Tür wieder aufmachen. Okay. Das... Das habe ich gerade zu einem Bändchen zerkloppt. Oh. Noch mehr Schweinkram. Take it, eat it, spit it out. Chewing tobacco. Okay. So. Aha. Und da oben ist es. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Okay, ich habe die Umzugsleiter mal kurz angesetzt. Und dann rein in den Spaß hier. Und da ist es. Der Batsch der Champion. Boah, 385, ne? Das ist natürlich wirklich wertvoll, das Ding. War da unten gerade was? Hör auf. Nee. Oh, hoffentlich nicht. So, die mache ich auch mal kaputt hier. So, auch wenn sie mir wichtiges Licht spenden. Ist hier sonst noch was? Ja, da ist noch was. Die schnelle Welle, die packe ich gern ein. So, und dann muss es das doch gewesen sein. Was könnte denn hier früher drin gewesen sein? Hier sind auch Haken? Hat das was mit Fleisch zu tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Kann man das noch mitnehmen? Weil ich habe noch irgendwas übrig, ja? Rechts seht ihr ja an der Leiste. Ich habe noch nicht alles gefunden. Aber was ist noch über? Ups, da ist mir noch mal einer rausgerutscht. Ich habe das Gefühl, da war doch irgendwas in den Boden, Onkel Billy. Da war doch was in den Boden, hör mal. So, kann ich das mitnehmen? Nee. Das kaputt machen? Auch nicht. Oh. Aha, so ein Schrank hat also nochmal ein paar Schubladen, da muss ich drauf achten. Das Ding hier ist gar nicht möglich. Okay, irgendetwas fehlt mir noch. Irgendeine Kleinigkeit. Agent, ich grüße Sie. Irgendetwas fehlt noch. Vielleicht ist es auch nur noch eine Sache. Eine einzige Sache. Hallo? Hallo? Festhängen möchte ich jetzt wirklich nicht. Ja, ist aber auch schön hier. Ist das schön hier? Überleg mal, du hast so eine Bude. Und du kannst diesen Blick jeden Tag haben. Boah. Darf ich da hinschmelzen? Wirklich. Ah, hier ist nichts mehr. Hier nochmal bei der Klorolle vielleicht hier unten, ja? Sieht aber auch nicht danach aus, ne? Kann ich denn eigentlich einen Baum wegkloppen? Nee. Ich würde ja sehr gerne alles mitnehmen. Frage ist aber auch, ob das vielleicht nur ginge,
Vielleicht hätte ich das auch nur ausbuddeln können auf dem Weg. Weil da vorne ist ja eine Buddelstelle, wie ich vorhin bemerkt habe. Da. Und wenn da was drin ist, dann komme ich da nicht ran. Ich könnte mal kurz schauen, ob ich mir noch schnell eine Schaufel kaufen kann. Oh, das hat aber auch auf der Seele gebrannt gerade, ne? War das wichtig? Hier kann ich auch noch was schaufeln. Oh, jetzt fühle ich mich wirklich 10 Kilo leicht. Oh Gott, nee. So, nee, die Schaufel kostet mich 320. Ich glaube, dann muss ich es jetzt dabei bewenden lassen. Ich glaube, mehr ist dann hier nicht. Kann das sein? Wahrscheinlich wäre es durch eine professionelle Schaufelung vollendet geworden. Aber dem ist nicht so. Also Onkel Billy, machen wir uns heim und lassen Agent mal ihren Jobs machen. Und tschüss! Ich habe 13 von 14 Gegenständen, aber nur 5 von 6 Sammelobjekten. Ha, ich sag euch, mir fehlen 2 Sachen und die 2 Sachen sind zum Schaufeln. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal hart davon aus. Aber das ist nicht schlimm, weil ich denke mal, nach dem nächsten großen Verkauf habe ich nochmal eine Schaufel und dann können wir das Ding ja nochmal kurz besuchen. Ah. Und dann nochmal auskischen. So, Gebilly. Trag mal rüber den Bums. Und jetzt gehe ich erstmal den Butch verkaufen. Den versende ich dir einfach mal so um Mitternacht. Einpacken und versenden. Damit ausgecashed. So, Donatello McRonald. Holy shit. Das vielleicht später. Jetzt ist es Zeit, hier den Rest sauber zu machen und in die Regale zu stellen. Oder nicht. Weil hier ist alles voll. Ich muss mal Sachen finden, die ich noch anhängen kann. Was davon kann ich anhängen? Das kann ich nicht anhängen. Das kann ich auch nicht anhängen. Schlecht. Das ist ein Puzzleteil? Da kommt noch mehr dazu? Okay. Der wird nicht angehangen. Der wird auch nicht angehangen. Auch nicht angehangen. Die werden alle hingestellt. Ah, nee. Dann muss ich mir jetzt wahrscheinlich noch ein Regal kaufen. So eins zum Beispiel. Und dann schnapp ich doch mal zu und nehme mir hier das Büchlein. Mein Ehemann ist ein Pferd. Also auch was für den Furry-Liebhaber unter uns. Sehr schön. Was haben wir noch? Dann haben wir hier den Gerbunga-Helm. Auch ins Regal. Was haben wir noch? Die Petroleumlampe. Oh, sowas kann echt schön sein. Habt ihr schon mal eine Petroleumlampe gehabt? Ich muss sagen, macht einen ganz schönen Vibe. Vor allen Dingen mit Octopus-Logo. Und was habe ich mir übrigens auch vorgenommen. Dadurch, dass ich jetzt hier eine Menge Schrott aufsammle, von dem ich keine Ahnung habe. Ja? Also ich habe wirklich wenig Plan von irgendwas. Zum Beispiel hier, was auch immer es ist, ein Hightech. Ob ich überhaupt das selber für den Preis kaufen würde. Und für 155, sage ich euch, ist mir der Helm zu viel. Aber für einen Fuffi würde ich den mitnehmen. Kann man auch schön cosplayen. So, was haben wir denn hier noch? Was kann denn noch ins Regal? Hier, der schlaue Fuchs. Den würde ich mir wirklich, da müsste man mir Geld bezahlen. Den würde ich auf keinen Fall kaufen, im Leben nicht. So eine ausgestopften Tierchen. Bonnie. Also ich weiß auch nicht, wer irgendwann mal auf die Idee kommt. Hier, guck mal, ich habe einen Hasen erschossen. Ja, lass den mal ausstopfen. Lass den mal noch neue Augen machen. Also, ey, wenn das euer Ding ist, dann gib ihm. Oh, aber ey, ganz ehrlich, nee, ich weiß nicht. Ich würde es nicht tun. Ich würde mir... Nee, will ich nicht machen. So, ich habe jetzt hier alles fertig. Und werde mich betten. Denn ich habe kein Geld für meine Reparaturanlage. Und das ist ein großes Problem. Oh, ich kann aber mal... Huch, warte mal. Nochmal. Hallo? Ah ja. Ah, ich kann auch hier. Oh, ah ja. Ich kann so Metall-Look. Und unten rum. Okay. Oh, feinsten Marmor. Und durchsichtig geht auch wieder. Hat ja hier keine Grenzen. Na gut. Erstmal in die Haie. Süße Träume wünsche ich. Ist halt schön, hier auf dem Schwein rumzupennen. Und es ist Donnerstag, frisch um 7 und ich habe eine neue Nachricht, das heißt...
Es gibt etwas Neues, was ich besiegen kann. Guten Morgen, Onkel Billy. Reinige schmutzige Gegenstände auf der Reinige Station. Okay. Habe ich vor. Aber ich habe noch nicht so viel stinky Stuff gefunden. Und ich muss mir eine Schaufel kaufen. Welcome to Miko Shop. Reingeshoppt. Und jetzt wird hier erstmal was ausgebuddelt. Zack. Und so buddel ich normalerweise auch immer. Was haben wir denn da? Den Tennisschläger aus der Demo. Na klar, für 80 Latten den Morgschläger. Der kommt natürlich an die Wand. Ich mache den Laden auf, das darf ich nicht vergessen. Huch, hoppla. So, kann ich hier noch irgendwas sauber machen? Was ist denn hier noch dreckig? Gar nichts, ne? Gar nichts. Das ist alles was zum Zusammenbauen, aber Mikrokonsole? Da muss ich ja auch noch rausfinden, was hier zueinander gehört, ne? Und mir fehlt noch ein Rad. Aber nach der Demo hatte ich das Rad schon. Oh, du bist interessiert. Komm sofort. Oh, Agent, Agent. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Bis jetzt nur dich, Agent, Agent. Und wo ist hier der Nächste, der was von mir wollte? Keiner da. Doch. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Jetzt nimm dir was mit. Kauf irgendwas. Du nervst. Was willst du denn hier? Ich bin hier... Du machst hier deinen Job, ich mache hier meinen Job. Und dein Job ist es, hier was zu kaufen? Wo? Gibst du mir da noch ein bisschen mehr für? Oh ja. Ja, erstmal völlig nach oben gehandelt und sie lacht. Wow, ich habe dich gerade einfach um 60 Dollar nach oben gehandelt. Ja, bitteschön. Mal gut, erzähl's deinen Freunden, lad die mal alle hier ein. Ich möchte mehr. Ich möchte viel mehr. Aber ganz ehrlich, Leute, ne? Also, da bin ich ein Minimalist. Ich glaube, hier muss ich erstmal noch kein Upgrade fahren. Erstmal mache ich hier viel Zaster, um mir alle Werkzeuge zu kaufen. Ah, Hallöchen, du bist es again. Du möchtest die Petroleumlampe? Na, aber da gibst du mir noch ein bisschen mehr Geld für. Wie kann man sich nur so freuen, wenn man hochgehandelt wird? Ja, jetzt. Mach's gut. Tschüss. Oh, hallo, der Auktionator. Du möchtest den Reifen kaufen? Oh, Junge. Ja, Gott sei Dank. Du bist auch ein schwerer Fang. Nimm mit. Tschüss. So, jetzt kann ich doch schon wieder was nachfüllen. Und zwar... Das ist eine Deko. Boah, die ist aber... Nee, die ist auch viel zu... Die ist auch viel zu groß. Pack die mal wieder ein. Pack die mal wieder ein. So. Und zwar... Nee. Ich habe nichts Kleines mehr, ne? Alles andere muss repariert oder zusammengesteckt werden. Gustav war ein geschickter Akrobat und Athlet. Einmal sprang er über zwei Reihen von Soldaten, deren Waffen mit Bajonetten bestückt waren. Heute ist er Miteigentümer des Froschzirkus. Amadeus, holen Sie sich Ihre Eintrittskarte, meine Damen und Herren und Kinder jeden Alters. Der Zirkus beginnt gleich. Die müssen also in irgendeinen Zirkus zusammenreihen. Irgendwie muss ich die dann arrangieren. So, ab zum nächsten Auftrag, oder? Oh, yo, erinnerst du dich an Mary, diese Guru-Lady? Nach ihrem Verschwinden stand ihr Haus jahrelang leer. Jetzt gehört es Miko. Wenn du dieses Sonderevent gewinnst, verkaufst du mir dann diese alte Uhr? Natürlich nur, wenn du sie findest. Danke. Ach ja, und kauf dir einen Dietrich. Ich meine ja nur. Zwinker-Smiley. Gruß, Bär. Auftrag annehmen. Hab ich denn Geld für einen Dietrich? Tatsächlich. So, oh Moment, ich habe noch einen Kunden. Einen Kunden. Hallo. Du möchtest 50 Dollar für mein Ehemannes ein Pferd? Du bezahlst mir mehr. Ja. Oh, ist das teuer. Mach's gut und ich wünsche dir viel Spaß. Und jetzt gehe ich per Mail ran ins Barn Hub. Wie 2500 plus minus. Was bedeutet das? Die Roosevelt Street ist bekannt als die einzige Straße Amerikas, in der man nackt herumlaufen und trinken durfte. Was? Doch nach dem Vorfall mit Mary geht das nicht mehr. In Teresina. Ich glaube, ich gehe nochmal in die rote Scheune, ne?
da sind ja jetzt auch neue Items. Und das kostet mich auch nichts. Ich mach mal noch ein bisschen Reibach. Und schauen wir mal, was es jetzt Neues gibt. Und ich bin wirklich gespannt, weil das, also man denkt jetzt erstmal, wird jetzt bestimmt alles Wiederholung. Also du musst halt immer wieder in die Scheunen zurück. Aber mal schauen, ne? Vielleicht ist es ja auch viel mehr. Also vielleicht lohnt es sich ja brutal, da wieder hinzugehen. Das werden wir jetzt mal sehen. Da bin ich wirklich gespannt. So, weil, jawohl, dann bin ich da. So, in Gegenstände gibt es noch ganz, ganz viele. Und jetzt kann ich hier endlich auch den ganzen Scheiß zerkloppen. Wir können zurück zum Pfadleihaus. Nee, Onkel Billy. Du strafst dich mal. Und uns noch ein bisschen umsehen. Ja, genau. Wir werden uns noch ein bisschen umsehen, Matrose. Sind die jetzt hier wieder stacked? Nee. Das gibt's noch? Also, sind die Sachen weg, die ich raushole? Oder werden die ersetzt 1:1? Jetzt nimm das mal auf, da das Schnürchen. So, ja, damit. Ja, damit. Ist aber auch... Oh, aha. Habe ich die beim letzten Mal eingesammelt, sag mal? Ich glaube nicht, ne? Da war ich zu schnell. Da war ich zu flink. Rein ins Hintertürchen. Auf die Ladefläche, ihr wisst, was ich meine. Zack, das nehme ich mir auch. Hallo, das nehme ich mir mit. Oh, die Schubkarre Iron Arden. Die sammle ich mal ein. Das ist übrigens sehr schön, dass man das nicht alles hintragen muss. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Und damit hätten wir das ja auch. Das Holz nehme ich mit. So, dann ist jetzt hier erstmal alles sauber auf dieser Seite, ne? Hier rüber kann ich ja nicht. Nee. Dann schnell rüber auf die andere Seite. Die Heuballen zerprügeln mit einem Satz. Hier hinten geht nichts mehr. Dann mal hier noch schnell alles kurz und klein. Zack, zack. Und dann habe ich schon 50 Holz habe ich schon. 29 von den Seilen. Und dann muss ich unbedingt diese Reparaturstation in Betrieb nehmen. Damit ich auch mal was davon habe, dass ich hier den ganzen Kram einsammle. So, her damit. Hier ist noch etwas Holz. So. Fertig. Das war's soweit hier. Hier komme ich nicht rüber, genau. Ist hier noch was drin? Mal Licht anmachen. Ne? Hier ist offen. So, wo sind denn jetzt hier die neuen Gegenstände, von denen gesprochen wurde? Das Alien hat ja anscheinend was platziert. Im Übrigen erinnere ich mich daran, als dieses Alien platzierte, sprach es ja auch von einem Tisch. Wo ist denn der? Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts. Also, bis jetzt? Ja, mäßige Ausbeute, ne? Hätten wir auch lassen können, bisher. Oh, warte mal. Ah, kann ich aufmachen hier? Okay. Da oben ist ein Tuch, das habe ich recycelt. Ein Pikukui-Tisch. Oh, 400 im Verkauf. Na gut, das lohnt sich. Das nehme ich. Liegt hier was Neues drin? Nein. Dann hier nochmal eine kleine Prügelung veranstalten und alles wegrecyceln. So, und dann habe ich aber auch wirklich Material ohne Ende. Ist das schön? Ist das schön? Und, ah, hier. Hier muss ich auch noch ran. Ist auch Wahnsinn, dass mit der, also, dass die Axt nicht kaputt geht und man kann sie ja auch noch upgraden. Was passiert denn, wenn ich die upgrade? Kriege ich dann mehr raus? Kann ich dann andere Sachen, die ich sonst nicht kaputt machen kann, kaputt machen? Wer weiß das schon? Ich werde es rausfinden, weil ich glaube, Werkzeuge upgraden ist immer eine gute Idee. Aber ich bin in Geldnot. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich hatte so viel mehr Geld in der Demo. Da war alles erschwinglich. Und jetzt hier? Ist es wirklich mies. Oh ja, den nehmen wir auch noch mit. So. Dann nochmal nach oben. Gibt es jetzt hier noch irgendwas Neues? Nö. War's das? Kann ich gar nicht glauben. Gegenstände. Es sind noch so viele hier. Wo sollen die denn sein? Also oben rechts in der Leiste steht, hier sind noch ganz viele Gegenstände. Aber wo? Wo sollen die denn sein, sag mal? Oh, hier ist noch was? Ah ja. Aha. So, dann mach ich auch noch weg. Da habe ich eingesammelt. So, jetzt fehlt aber immer noch was. Na, das ist ja spannend. Wo habe ich denn noch nicht geschaut? Wie klein ist es? Oder groß? Was übersehe ich denn? Ah, hier ist noch was. Ja.
Gibt es noch irgendetwas, was ich hier ganz fahrlässigst übersehe? Irgendwas muss noch hier sein. Oh, nee, hier geht's nicht durch. Ah, ich dachte. Onkel Billy! Ich brauche einen Tipp, hör mal. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Habe ich hier nicht alles geholt, sag mal? Hier hinten ist doch auch nichts. Hier komme ich nicht lang. Also aus meiner Perspektive war hier jetzt auch nicht mehr drin. Ein Huhn! Was mache ich mit dem? Kann ich das im Huhn einpacken? Nee. Na gut. Wo könnte sich noch was verstecken? Irgendeine Kleinigkeit vergesse ich doch hier. Aber was nur? Was nur, Spiel? Was nur? Vielleicht bin ich da auch einfach noch nicht ausgebildet genug. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas. Ich gehe nochmal jetzt ein letztes Mal nach oben. Und dann werde ich es dabei bewenden lassen müssen. Oh Gott, jetzt ist mir schon wieder einer rausgerutscht. Na gut. Oh ne. Nochmal kurz hoch. Und diesmal nicht verhauen. So. Hier ist auch nichts. Erzähl mir noch nichts. Na dann. Apeme, dann habe ich doch wieder was Schönes gefunden. Danke, wir mal los. Jawohl. Ich bin bereit, es zu verlassen. Und ein Gegenstand fehlt. Ein Gegenstand fehlt. Naja. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht, aber packen die Aliens jetzt immer wieder was Neues hin? Also wie endlos ist dieses Spiel dann auch, ja? So. Onkel Billy schleppt es ins Lager. Und jetzt muss ich pennen gehen. Jetzt habe ich unfassbar viele Items und keinen Platz, die irgendwie anzubieten. Das ist ein Riesenproblem. Ein riesiges Problem. Es ist Freitag, 7 Uhr. So. Und ich habe ja auch wenig, also ich bin ja wirklich völlig blank. Was habe ich denn jetzt hier noch gefunden? Kann ich vielleicht was sauber machen? Nee. Aber ich kann was verkaufen. 42? Habe ich den nicht für 400 mitgenommen, sag mal? So, das hier bringt 260, das ist sehr gut. Gibt es da was ich teurer verkaufen kann als das? Nein. Dann nehme ich jetzt hier den Dekotisch mit rein in die Laube. Und dann wird da mal Pfeil geboten hier, so. Und jetzt mache ich den Shop auf. Und dann brauche ich hier definitiv mal einen guten Deal. Und ich kann hier auch ein Poster platzieren. Ah ja. Was kann ich? Ach, die gehören mir dann einfach alle. Und die kosten natürlich nichts. Na dann. Oh, ihr Mensch, Parfümwerbung. Das passt schon. Was kleistern wir denn hier dran? Mein Whisky. Ach, Agent. Geh doch einfach nach Hause. Du willst doch eh nichts kaufen. Du fragst mich wieder nur, ob ich was Verdächtiges gesehen habe. Und ich sag dir, ich würde es dir nicht mal sagen. So, den French Ranch Pass hier habe ich mal reingehauen. Hä? Nanu. Hä? Das muss der Einbrecher gewesen sein. Dem habe ich mal kurz in die Eier getreten. Oh, nein! Ah, Lady Dragon. Ja, du darfst gerne mit mir feilschen und mir unfassbar viel mehr Geld dafür geben. Denn ich hab's ganz bitter nötig. Das ist ja aber auch wahnsinnig leicht hier gerade. Zack. Na, also dich hau ich ja wirklich übers Ohr, sag mal. Nimm mit. 530, genau was ich brauche. Sebastian! Oh, willst du ein Tennisass werden, ne? Na klar. Aber, du, ich sag dir, die Dinger sind hier ganz schwer zu kriegen. Da musst du mir deutlich mehr bezahlen. Ganz genau. Geilo. Oh, tschüss. Ich danke dir. Mach's gut. Und dann erwische ich dich natürlich, ich sehe dich auf dem Platz, ne? Wie man so schön sagt. Was kann ich mir jetzt noch, muss ich mir jetzt noch irgendwas kaufen? Höhere Chance, Metallschrott und Holz zu finden. Werkzeug mit mittlerer Geschwindigkeit zum Graben. Mit mittlerer Schwierigkeitsstufe. Werde ich mir aufbewahren. Ich brauche 700, wenn ich richtig bin.
Ah, Hallöchen, großer Mann, Bobby Gray. Oh, du bist interessiert, hä? Ja, aber du gibst mir deutlich mehr dafür. Absolut. Zack. Und jetzt darfst du es mitnehmen. Für 150 mehr. Geil. Und wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Das heißt, endlich ist die Reparaturstation in greifbarer Nähe. Zack. So, ich weiß, wie das funktioniert. Oh. Hey, Bille. Wir könnten die Wand wieder ändern, wenn du diese nicht magst. Okay. Ich würde erstmal... Ah, genau. Stimmt, das lag ja hier in der Ecke. Stimmt, ja. In der Demo hatte ich es gefunden. Hier habe ich es übersehen. Hallo, 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 ich komme. Möchtest du das Radio kaufen? Nur zum besten Preis. Was für ein Deal. Ah, bestes Verkaufsgespräch bis jetzt. So, jetzt nehme ich hier mal die Glotze mit. Und dann ab geht's zur Reparatur. Rein in den Bums. Und jetzt kloppe ich einfach mal auf dem Glas rum, denn ihr wisst, reparieren tut man nur, indem man weiter draufschlägt. So, Holz habe ich dafür gelassen und Holz habe ich dafür gelassen. Und schon ist das Ding fertig. Wunderbar. Dann schnell rein in den Laden. Kurz mal hier stehen lassen. Hallo! Du möchtest den schwarzen Retter? Kannst du haben, aber das kostet. Hör mal. So. Und dafür nimmst du es mit. Für 108. Wow, endlich wieder Kaffee trinken. Ja! Meine Koffeinsucht will befriedigt werden. So. Der steht für 200. Das gefällt mir sehr. Dann kann ich gleich noch was Neues reparieren. Und zwar, was ist das denn für ein Ding, ey? Der Luke Fireherd. Der sieht natürlich cool aus, ne? So, tatsächlich finde ich das Pflaster mit dem Lilan sieht geil aus. Ha! Ein Einbrecher! Nee, du klaust hier gar nichts. Machst du dich raus? Ach, ja. Stellt euch das vor, du bist Kunde in dem Laden. Der Ladenbesitzer kommt wieder reingelaufen, sieht irgendeinen Typen und tritt dem maximal stark in die Eier. Ah, Delilah, mach's gut. Sollte ich den Laden eigentlich offen lassen, während ich weg bin? Oh, nee, wollte ich nicht. Nee, wollte ich auch nicht. Ja, jetzt. Na, hau doch mal drauf da. Oh, irgendwas passiert nicht. Moment mal. So, mal. So, jetzt rein. Jetzt drehen. Und puff. Und ich würde gerne an die Beschädigung. Ja, nee. Okay. Dann muss ich ein bisschen daneben halten. Das geht schon. Und fertig. Da ist das Ding fertig repariert. Sehr schön. Pack ich auch mal kurz hier rein. Ah, nee, das kann ich jetzt hier sogar hinstellen. Zack. Nee. So. Wird verkauft. Hallöchen, gut Sir. Oh, du möchtest den schlauen Fuchs? Huh! Ah, scheiße. Na gut, du bist halt nicht mehr. Dann nimm ihn. Dann nimm ihn doch mit, den schlauen Fuchs. So, ich brauche noch mehr von diesen Regalen. Ne? Ich brauche mehr, was man... Ah, nee. Nee, habe ich ja schon. Stimmt. Ich brauche gar nicht mehr von diesen Regalen. Ich brauche nur mehr, was ich hinstellen kann. Den Stuhl hier muss ich noch... Oh, den muss ich noch... Na, 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 na. Du kleine Drecksau. Jawohl. Oh, das wird nicht langweilig. So, rein und fertig. Mal ein bisschen Seil dran. So, und... So, ist der wieder wie neu. Schön. Schön ist der Stuhl geworden. Würde ich mir hinstellen, aber würde ich nicht drauf sitzen. So. Hallo. Du möchtest die schnelle Welle kaufen. Na klar. Aber da verhandeln wir nochmal schnell drüber. Da machen wir mindestens 20% plus.